Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Priscilla, der Film rund um Priscilla Presley, während ihrer Zeit mit Elvis Presley. Was der Film genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Alles klar, das ist dein Lieblingssong? Heartbreak Hotel. Stehen Sie noch drauf, ja? Wow. Er ist anders, als du es dir vorstellst. Im Grunde wird hier die komplette Zeitspanne erzählt, wie Priscilla Elvis kennenlernt, wie die dann auch zusammen sind, verheiratet sind und sich dann am Ende auch wieder trennen. Also diese ganze Spanne wird hier abgedeckt und wir fangen an in Deutschland, nämlich im Jahr 1959. Dort ist Elvis, um seinen Militärdienst abzuleisten, ist in den USA schon ein Riesenstar und er lernt dort die 14-jährige Priscilla kennen und ist schon sehr fasziniert von ihr. Allerdings ist er eben 10 Jahre älter und das gefällt den Eltern von Priscilla so gar nicht. Allerdings verlieben die beiden sich und Priscilla ist die ganze Zeit so, oh mein Gott, Elvis findet mich toll. Und in diesem Mut sind wir ungefähr die ganze erste Stunde. Und dann geht es so darum, dass das Ganze für sie immer schwieriger wird, weil es eben in der Ehe nicht ganz so gut läuft. Aber sie wischt das dann immer relativ schnell wieder weg und ist wieder in diesem leichten Anhimmeln von Elvis. Und das zieht sich leider den ganzen Film so ein bisschen durch und so eine richtig starke emotionale Tiefe kommt nur sehr, sehr selten dazu. Und das ist super schade, weil da wäre so viel mehr drin gewesen. Die Schauspieler liefern auch gut ab, aber die Geschichte, die wirkt leider so die erste Stunde Elvis-Hype und die zweite Stunde, ja, Elvis war aber eigentlich gar nicht so ein cooler Typ. So wirkt es eher. Und da das ja die Biografie-Verfilmung ist, also von Sofia Coppola, die hier die echte Priscilla als Beraterin auch hier mit drin hatte, ist das leider so ein bisschen mau. Vor allem, weil die letzte halbe Stunde extrem gehetzt wirkt und nach dem Motto, oh Gott, wir wollen ja eigentlich noch das Ganze zu Ende erzählen. Jetzt passiert das noch, das noch, das noch, das noch. Zum Beispiel, sie ist schwanger, nächste Szene, sie kriegt das Kind. Also so wirklich richtig schön harmonisch eingebunden wird das teilweise nicht. Deswegen, ja, hat es mir leider wehgetan, storytechnisch dann nur 2 von 5 Punkten zu vergeben. Zum Schauspiel muss ich sagen, der Cast ist echt gut besetzt. Also Kaylee Spaney macht wirklich einen richtig guten Job. Die kennt man schon aus ein paar anderen Rollen, aber die liefert echt gut ab, weil sie diese, ja, doch eigentlich dann nach und nach eher taffe Figur schon sehr gut wiedergibt, aber am Anfang halt auch dieses Mädchenhafte super verkörpern kann. Dazu haben wir den Elvis, gespielt von Jacob Elordi. Der ist ebenfalls gut, auch wenn man sagen muss, es wirkt anfangs nicht so wirklich, dass er aussieht wie Elvis. Aber das entwickelt sich dann nach und nach immer mehr und ist gut getroffen. Der Cast insgesamt sehr gut, 4 von 5 Punkten, wirklich sehr überzeugend. Weiter geht's zum technischen Teil und da muss ich sagen, sieht der Film wirklich sehr, sehr gut aus. Also die haben einen schönen Look, die wechseln auch manchmal von den Stilen her. Also im Sinne von, dass wir mal so ein bisschen analogen Filmlook mit drin haben von manchen Szenen. Aber das ist ein schönes Hin und Her in Anführungszeichen, ist aber nie störend. Auf der anderen Seite tolle musikalische Untermalung, hat mir sehr gut gefallen, ist lustigerweise nie Elvis. Aber es hört sich an wie Elvis. Also es ist dieser schöne 60s-Vibe hier mit drin. Dementsprechend insgesamt 4 von 5 Punkten für die Technik, sehr schön umgesetzt. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, am Ende ist Priscilla leider ein bisschen enttäuschend gewesen und das liegt halt an der Geschichte, weil die am Anfang sehr viel Elvis-Hype hat und hinten raus dann zu wenig taffe junge Frau zeigt, die sich gegen ihren, ja, in Anführungszeichen, schlechten Ehemann zuwidersetzt. Und das ist super schade, weil schauspielerisch wäre das Potenzial da gewesen. Und vor allem, es liegt halt alles am Drehbuch. Und das ist leider echt so ein bisschen der Knackpunkt am Ende. Dementsprechend da dann leider nur 3 von 5 Punkten, ist so eine mäßige Empfehlung fürs Kino. In den USA hat der Film immerhin 2 Monate im Kino verweilen können, bis er in den Stream gewandert ist. Bei uns startet er jetzt irgendwie in Previews in Deutschland und dann Anfang Januar halt richtig regulär in den Kinos. Dementsprechend insgesamt ist der Film in Ordnung, aber da wäre so viel mehr Potenzial drin gewesen, weil die Schauspieler einfach viel Potenzial haben. Dementsprechend insgesamt sind wir dann auch bei 13 von 20 Punkten. Der ist okay geworden, aber leider nicht überragend. Dementsprechend, das war's weit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!